Bei der Blattstellung unterscheidet man prinzipiell zwei verschiedene Stellungen. Die erste, die ich besprechen möchte, ist die wechselständige Stellung. Beziehungsweise sie wird auch oft als schraubig bezeichnet. Also wenn hier die Sprossachse ist, die Blätter sind also schraubig angeordnet bzw. spiralförmig. Das Besondere an dieser Blattstellung ist, dass ein Blatt pro Knoten entspringt. Und es gibt auch noch einen Untertyp der wechselständigen Blattstellung. Diesen nennt man zweizeilig bzw. Distich. Diese Art ist vor allem typisch bei den Monokotylen. Das nächsthöhere Blatt ist genau um 180 Grad versetzt. Also das sieht dann so aus. Und die zweite Art der Blattstellung nennt sich Wirtelig. Und diese unterteilt sich wieder in zwei Untergruppen. Die erste Untergruppe wäre gegenständig bzw. dekussiert. Es wird oft auch als kreuzgegenständig bezeichnet. Warum, zeige ich euch in einer Zeichnung. Und zwar, hier haben wir wieder die Sprossachse. Am Knoten entspringen also immer zwei Blätter, also zwei gegenüberstehende Blätter. Und wenn man dann aus der Sicht von oben drauf schaut, sieht das Ganze so aus. Also hier ist der erste Blattwirtel. Hier sieht man wieder, dass sich die zwei Blätter gegenüberstehen. Und geht man dann eine Ebene höher, sieht man den zweiten Blattwirtel, wobei die Blätter genau auf Lücke zueinander stehen. Und man erkennt hier auch, dass sich hier immer ein rechter Winkel bildet zwischen oberen und unteren Blattwirtel. Hier ergänzt das noch kurz. Zwei Blätter pro Knoten. Und der letzte Untertyp bezeichnet sich als quirlständig. Und zwar entspringen hier drei oder mehr als drei Blätter pro Knoten. Ich zeichne es hier gleich aus der Sicht von oben, da es besser zu erklären ist. Und zwar der erste Blattwirtel befindet sich so in dieser Stellung. Und geht man dann eine Ebene tiefer, erscheint der zweite Blattwirtel genau auf Lücke.
Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Ciao!